Bloß keinen blauen Gürtel warum? Nee, bloß nicht. Blauer Gürtel ist eigentlich nicht. Ist nix. Na, nix nicht. Nee, ist schon trainiert, ja. Was, ja. Aber die Gracies oder. Ja, die haben es mal so definiert. Also als Blau-Rot musst du. Am längsten, ne? Nee, du musst einen. Also die Anforderungen an den Gürtel sind. Okay. Einen, ja. Wenn jemand. Du musst einen größeren, stärkeren Gegner, der keine Ahnung von dem Sport hat, okay, den solltest du auf jeden Fall dominieren. Gut, ja, das. Also das so generell so. Das ist eine Richtlinie, wo man sagen kann, der hat keine Ahnung, der ist aber groß und stärker. Genau, du kriegst ihn trotzdem. Genau, weil du kannst ihn mit Kraft, sozusagen nicht besiegen. Ja. Aber du musst mit Technik und deiner Kraft musst du ihn halt sozusagen unter Kontrolle. Ja. Ja, das merkt man schon, wenn jemand neu reinkommt, ja. Das, wenn der ja keine Ahnung von hat. Erstmal sind sie meistens, also das Ding ist, was auch gut ist, was wir neulich dieser Neue hatte, der hat sich gar nicht zugetraut, irgendwie volle Kanne zu geben. Also der Neue, der zu uns gekommen ist, der hat ja keinen Anzug angehabt. Ach so, ja. Und der ist ein starker Kerl. Und ich weiß, wenn der Gas gibt, ne, also wenn er wirklich 100, ich habe das Gefühl, ich habe das gemerkt an seinem Körper, dass er gar nicht zugetaut hat, seine Kraft. Richtig, weil er ist neu. Er muss erst mal lernen, wie man anfasst, wie man sich bewegt. Weil du guckst, ich guck Typen ganz anders an, seit die Jiu-Jitsu machen. Ja, also, aber auch dicke Oberarme haben nicht viel damit zu tun, ob der gut oder schlecht ist in dem Sport. Ja, dann das ist, was du meinst, dass man sagt, mit Blaugurt ist es halt ein cooler Ansatz. Man sagt, ich mit meiner Technik, die ich gelernt habe, bis jetzt kann ich jemanden. Genau, haben die Griechen mal so definiert, das ist für die blauen Gürtel. Man kann ja nicht sagen, nach einem Jahr gibt es einen blauen Gürtel, nur weil der halt zweimal die Woche trainiert hat, weil kann man machen, aber würde diesen Grundsätzen widersprechen. Ja, und ich finde, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen in Jiu-Jitsu, generell interessant, diese Prüfungs. Technik, also wie man graduiert würde in Jiu-Jitsu. Richtig, man wird halt nicht graduiert nach Prüfung oder nach Zeiten, die man absitzt oder abtrainiert, sondern nach kämpferisch-technischen. Ja, du wolltest mit derjenige, der sich graduiert, genau, wahrscheinlich. Oder einer genau, richtig. Und er schätzt sie einfach ein. Richtig. Und sagt, wie Defense. Also defensive Sachen, als Weißgurt musst du Dorf haben, weil du bist ständig attackiert und in den also Nachteil gegenüber den anderen mit Technik. Ja. Aber ich wollte ja sagen, wenn ich jetzt nicht den Blaugurt bekomme, weil letztendlich ist es nur eine Farbe und das ist nur was auf dem Ding ist. Ja, das sowieso. Und also man geht dahin, also so habe ich es ja auch mal betrachtet. Also die Gürtelfarbe war eigentlich immer egal. Also man freut sich natürlich, wenn man graduiert wird, aber der Sport an sich gibt ja so viel, dass es groß ist. Und mit höheren Farben, der Druck steigt auch. Ne? Also ist teilweise eine Motivation, aber auch ist auch Druck. Ja, gut. Also, will man das oder nicht? Ne? Also von daher, man ist entspannter, wenn man erstmal nichts passiert. Außer wenn du Tuki Davidson bist. Tuki, ja. Ich glaube, der startet ja nicht im Wettkampf und gewinnt ja auch noch, ne? Also, cooler Typ, ne? Nee, aber und der hat jetzt auch nochmal neuen Schwung so in den Laden reingebracht, das ist schön. Ja, ja, es macht Spaß. Weil er Leute ranzieht oder überredet oder akquiriert, so, das ist eine gute Sache. Und er will immer kämpfen. Ja, das ist schön. Absolut. Ich habe noch eine Nervenverletzung auf meinem Kopf. Das ist noch taub hier für von ihm? Seit vier Wochen. Ja. Ist besser geworden, aber wenn ich meine Brille anziehe, merke ich immer noch so, du siehst jetzt vorbei hier und das ist so ein bisschen so. Einmal, weil ich hätte einfach tappen müssen, wenn ich wollte nicht tappen. Ja. Und dann wollte ich raus aus so einer enge Triangle gegen seine Schienbein und dann habe ich so gehört und so, cool, das war nicht mein Ohr. Ich dachte, das war mein Ohr. Weil so super, mein Ohr, ich kriege einen Ringhauer. Ja. Ja, aber das ist für mich, diese Jiu-Jitsu-Geschichte an sich ist halt, das ist so vielseitig, ja. Und wenn du da hingehst und sagst, ich hatte einen coolen Tag gehabt, und ich habe wirklich Jiu-Jitsu gut praktiziert für mich, ja. Weil du merkst das.
große innerliche Befriedigung. Dann komme ich nach Hause und das ist mir egal, was ich für ein Gürtel habe. Ja, das stimmt. Ich bin total zufrieden mit mir selbst und ich will das fast zu Franzi sagen. Sie guckt mich an, so, schöne Spaß. Ja, okay, ist ja jetzt 7:30 Uhr, du kommst an, total, und ich will sie, und das war so und so, und sie guckt dich an, so, alles klar, Hanni, kann ich jetzt schlafen gehen?